Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast und hoffe, es geht dir gut. Ich habe mir heute vorgenommen, eine Geburtstagstorte zu backen, nämlich für meine eine Freundin, die auch immer wieder gerne meine YouTube-Videos schaut. Und sie meinte zwar, ich glaube eigentlich aus Spaß, aber ich dachte mir, warum denn eigentlich nicht? Ich soll ihr zum Geburtstag entweder eine Geburtstagstorte backen auf YouTube oder halt eben ein Spagat-Video rausbringen. Und sie hatte heute, ist Dienstag, vor 2 Tagen Geburtstag am Sonntag und heute sehe ich sie. Und das Spagat-Video hat sie gestern schon gemacht und vielleicht ihr auch, ich hoffe. Und deswegen dachte ich, es ist perfekt, dieses Video heute zu machen und ihr die Torte dann auch heute zu geben. Das sind unsere ganzen Zutaten, die wir brauchen. Hier sind die Zutaten für unseren Boden. Hier die Zutaten für unsere Creme und hier die Zutaten für unsere Cookie Dough Schicht. Das Ganze wird heute eine Cookie Dough Cheesecake Proteintorte. Ja, Protein, weil meine Freundin, die ist genauso begeistert im Sport und verbringt super viel Zeit im Fitnessstudio, ist glaube ich jeden Tag da. Und deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen direkt los. Ich fange jetzt direkt mit der Cookie Dough Schicht an und nicht mit dem Boden. Und ich erzähle euch jetzt, was wir wie viel brauchen. Wir haben hier einmal 20 Gramm Haferflockenmehl oder Hafermehl. Das sind einfach wirklich stinknormale Haferflocken im Mixer zerschreddert, also zu Mehl verarbeitet. Ihr braucht also nicht in den Laden rennen und Haferflockenmehl holen. Das gibt es glaube ich auch gar nicht, bin mir aber nicht zu 100% sicher. Dann gehen wir weiter zu unseren weißen Bohnen. Das klingt jetzt wahrscheinlich richtig komisch, aber für einen Cookie Dough Teig, der richtig schön proteinreich ist und gesund, also nicht mit viel Mehl und Zucker ist, brauchen wir zwingend diese Bohnen. Ich habe das schon öfter mal gemacht, auch einfach so, um das abends auf der Couch zu essen, also rohen Keksteig zu verzehren, damit man auch keine Bauchschmerzen und sowas alles bekommt, sind halt eben diese Haferflockenmehl und die Bohnen wirklich extrem gut. Und glaubt mir, auch wenn es jetzt richtig komisch klingt, aber es schmeckt wirklich lecker. Und dann haben wir 2 Esslöffel Agavendicksaft oder auch einfach eine andere flüssige Süße, die ihr gerne verwenden möchtet. Dann 20 bis 30 Milliliter, ich habe glaube ich Hafermilch verwendet, da könnt ihr aber auch einfach eine Milch nehmen, die euch schmeckt. Sojamilch würde sich noch anbieten und generell einfach keine zu flüssige Milch, also Reismilch würde ich jetzt nicht verwenden. Dann einen großen Esslöffel Erdnussbutter und da auch darauf achten, dass es halt wirklich reine Erdnussbutter ist oder Erdnussmus ist, denn ja, wir wollen halt wirklich einfach nur die rein pürierten Erdnüsse da drin haben. Dann darf natürlich in einem Cookie Dough Teig ein paar Schokolinsen nicht fehlen. Und zu guter Letzt, damit es nochmal einen intensiveren Cookie Dough Geschmack annimmt und natürlich auch noch mehr Proteine, noch eiweißhaltiger ist, habe ich jetzt hier noch Cookie Dough Proteinpulver. 15 Gramm habe ich genommen. Ihr könnt stattdessen einfach ein bisschen mehr Haferflocken nehmen, also 15 Gramm mehr Haferflockenmehl, falls ihr jetzt kein Cookie Dough Proteinpulver habt oder generell kein Proteinpulver. Ihr könnt natürlich auch jedes andere Proteinpulver nehmen. Ich würde jetzt nur kein Erdbeerproteinpulver oder sowas nehmen. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Ich hole jetzt meinen Mixer raus und wir schreddern jetzt zuerst diese Bohnen zusammen mit der Milch. Und danach vermengen wir dann alles weiter. Okay, also ich habe das jetzt hier zu einer Masse verarbeitet, also die Bohnen und die Milch. Jetzt kommen einfach alle anderen Zutaten dazu. Und dann wird das Ganze zu kleinen Bällchen geknetet. Und jetzt formen wir kleine Kügelchen, nachdem wir das dann alles zusammen geknetet haben. Ich zeige euch die dann gleich, wie die fertig aussehen. So, unser Ergebnis, das sind unsere Cookie Dough Bällchen. Ich habe gerade schon ein bisschen probiert, die sind schon sehr lecker geworden. Das Einzige, was ich vergessen habe, dann wird es noch leckerer, finde ich jedenfalls. Eine Prise Salz. Also ich habe es mir hier zwar extra hingestellt, aber ich habe es doch trotzdem vergessen. Ja, am Teig vergesse ich es dann aber nicht. Und die wandern jetzt erstmal, bis wir den Teig fertig haben, also bis wir den Boden fertig haben, in den Kühlschrank, damit die noch ein bisschen fester werden. Und weiter geht's mit unserem Teig. Es ist ein Kneteig, das heißt wir brauchen auch keine Milch,
sondern das Einzige, was wir brauchen, ist Mehl. Da habe ich jetzt 150 Gramm Mehl verwendet. Dafür habe ich aber keinen industriellen Zucker, sondern Zuckerersatz. Also das gibt es ja von verschiedenen Marken. Das ist jetzt auch, sieht aus wie Kristallzucker, ist aber, ich glaube, Exozyt oder wie man das ausspricht. Nutzt mir nicht böse, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Und wir brauchen eigentlich 60 Gramm Zucker. Aber auf diesem Zuckerersatz, den ich gekauft habe, den probiere ich auch zum ersten Mal. Ich bin schon ganz gespannt, wie der denn dann schmeckt und sich im Kuchen verhält. Brauchen wir dann, also es ist dann 1 zu 0,7. Das bedeutet, statt 60 Gramm Zucker habe ich jetzt 85 Gramm von diesem Zuckerersatz genommen. Und was wir dann noch brauchen, ist vegane Butter bzw. Margarine. Es gibt jetzt aber solche neuen V-Blocks oder so heißt das. Das gibt es von Lidl, das gibt es von Rewe, das gibt es mittlerweile von ganz vielen Läden. Und die sind irgendwie alle extrem lecker. Sie schmecken wirklich, also ich habe früher sehr, sehr, sehr gerne Butter gegessen, deswegen freue ich mich auch sehr darüber. Schmecken wirklich richtig gut butterig. Und das kommt jetzt einfach alles zusammen in die Schüssel und wird wieder geknetet. Ja, ich muss mir ständig die Hände waschen und die Hände werden auch immer wieder schmutzig. So sieht der fertig geknetete Teig aus. Ich muss sagen, ich habe ihn schon probiert und ich habe jetzt zum ersten Mal diesen Zuckersatz benutzt. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal diesen richtigen Zuckerersatz, was dann wirklich ja, kaum Kalorien mehr hat, mal ausprobiert habt. Aber das schmeckt irgendwie immer so ein bisschen nach Traubenzucker. Also es schmeckt irgendwie immer sehr frisch. Also es schmeckt nicht schlecht, es schmeckt sogar sehr gut, aber halt eben anders als normaler Zucker. Also ich bin gespannt, was ihr vielleicht sagt, ob ihr es schon mal ausgetestet habt oder wenn ihr es jetzt zum ersten Mal austestet, wie euch das dann schmeckt, der Teig mit dem richtigen Zuckerersatzsatz. Und ich habe mir jetzt eine ganz kleine Form ausgesucht und da kommt jetzt der Teig rein und den verteilen wir jetzt auf den Boden. Also drücken den einfach fest runter. So, wir nehmen jetzt eine Gabel. Gießen noch kleine Löcher in den Boden, damit er einfach ein bisschen fluffiger wird. Also nicht so fest zusammenpackt. Pappt, meine ich. Einfach ein paar kleine Löcher rein. So sieht das jetzt aus. Und darauf verteilen wir jetzt die Cookie Dough Bällchen. Die Cookie Dough Bällchen habe ich jetzt aus dem Kühlschrank rausgeholt. Sie sind ein bisschen fester geworden, hätten natürlich auch noch ein bisschen länger im Kühlschrank bleiben können. Aber das funktioniert auf jeden Fall jetzt auch so. Und wir legen die jetzt einfach auf den Boden, verteilen die so ein bisschen drauf. Einfach, dass man, also ich, mein Freund hat mich nämlich gerade gefragt, warum ich das jetzt in Kügelchen mache und nicht einfach so jetzt drauf verteile. Dann haben wir einfach diesen Cookie Dough-Effekt, mal an einigen Stellen ist es und mal an einigen Stellen nicht. Ich kann es irgendwie gar nicht so genau beschreiben, aber vielleicht kriege ich ja nachher noch ein Foto hin, wenn wir den anschneiden. Dann wisst ihr vielleicht, warum ich das gemacht habe. Es ist einfach dieser, nicht Überraschungseffekt, aber du hast dann einfach mal so ein richtig großes Stück. Oder genau, wenn ich jetzt überlege beim Ben & Jerry's Eis, da habt ihr auch nicht die ganze Zeit alles nur so drin, sondern einzelne kleine Stücke. Und genauso soll der Effekt sein, einfach nur so ein paar kleine Cookie Dough Stücke. Ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich die Kugeln tatsächlich doch ein bisschen groß finde. Ich mache die jetzt nochmal ein bisschen kleiner, also halbiere nochmal einige, die sehr, sehr groß geworden sind, dass er einfach noch ein bisschen mehr auf dem Kuchen verteilt sein kann. So sieht das Ganze jetzt mit den verteilten Kügelchen aus. Ich mache das noch ein bisschen weiter ran. Die rollen natürlich alle nach unten. Ich verteile sie jetzt nochmal schön auf den Teig. Jetzt, wo wir mit dem Boden und dem Keksteig fertig sind, stellen wir das ganz kurz beiseite und widmen uns endlich der Creme. Dafür haben wir insgesamt 80 Gramm Quark oder Skyr, auf jeden Fall irgendeine vegane Quark-Alternative. Wenn ihr den nicht vegan gestaltet, dann könnt ihr natürlich auch ganz normalen Skyr oder Quark nehmen, vielleicht sogar Magerquark. Ich habe auf jeden Fall auch eine Quark-Variante dabei, die ohne Zucker und ohne wirklich Fett dabei ist. Dann noch Frischkäse, davon brauchen wir 150 Gramm. Auch entweder, je nachdem, ob ihr ihn vegan gestalten wollt oder nicht, in vegan oder eben nicht. 60 Gramm Speisestärke und meine Lieblingszutat, es geht aber natürlich auch ohne, ihr müsst das nicht unbedingt haben. Ihr könnt es auch einfach wieder süßen mit dem Zucker, also mit dem Zuckersatz oder auch mit stinknormalen Zucker, mit Agaven, Dicksaft oder was ihr auch immer für eine Süßungsvariante zu Hause habt.
Aber ich habe Flavor Drops zu Hause, das soll auch absolut keine Werbung sein. In Cheesecake Flavor. Und es soll ja ein Cheesecake werden. Es wird damit einfach, ich habe das schon ab und zu mal ausprobiert und die Cheesecakes, die ich mache, sind vor allem nochmal so immer so ein Ticken und leckerer, einfach durch dieses Cheesecake Flavor. Und das wird jetzt alles vermischt. Ich ahne schon, dass meine Schüssel zu klein ist. Wir werden es gleich sehen. Wir brauchen dafür noch einen Schneebesen und alles ineinander vermengen. Und wenn die Creme jetzt so aussieht, also richtig schön, ja, also keine Klumpen mehr drin hat und eine cremige Masse ist und ihr es auch süß genug für euren Geschmack gestaltet habt, dann können wir jetzt das Ganze hier einfach drauf kippen. Ja, sie wird sehr hoch. Das ist übrigens mein größtes Problem, dass ich mich gerne mal bei den Mengen ein bisschen verschätze. Meistens im negativen Sinn, dass ich ein bisschen zu wenig mache für meine Backform und dann immer noch mal los muss, weil ich meistens nur die Hälfte des Kuchens oder des Blechs oder der Kuchenform auf jeden Fall ausfülle. Aber es hat jetzt doch gepasst. So, noch mal einmal gerade. Und dann kann das jetzt, oh ganz schön schwer, bei 180 Grad für ca. 60 Minuten in den Ofen. Piekst einfach ab und zu mal rein, wie fest es ist. Übrigens, die Stärke haben wir nämlich genau aus dem Grund genommen, damit das Ganze, also unsere Schicht hier oben schön fest wird und dann nicht, wenn wir nachher die Springform öffnen, einfach alles rausläuft. Und ja, ab in den Ofen damit. Ich habe den Kuchen jetzt aus dem Ofen geholt und auch schon etwas abkühlen lassen. Er ist immer noch sehr warm. Achso, so sollte er auf jeden Fall ungefähr aussehen. Also so ein bisschen goldbraun. Er ist auf jeden Fall sehr fest. Ihr könnt dann auch, wenn ihr euch die Hände gewaschen habt, mal oben einfach rauffassen. Dann merkt ihr auch, dass es, also es sollte sich auf jeden Fall sehr fest anfühlen. Wenn es sich noch sehr wabbelig anfühlt, dann sollte das noch ein bisschen weiter in den Ofen gehen. Wenn der sich noch so wabbelig anfühlt, aber schon so halt eben von oben aussieht, dann stellt einfach die Gradzahl nochmal runter zwischen 100 und 150 Grad und lasst ihn trotzdem nochmal ein bisschen drin, dann wird er noch ein bisschen fester, aber nicht unbedingt viel brauner oben. Und ich habe jetzt in der Zwischenzeit, in der gebacken ist, aufgerollt und abgewaschen und noch ein kleines Topping vorbereitet. Das soll so quasi dann Salted Caramel mäßig schmecken. Und das ist einfach nur Agavendicksaft. Also wirklich einfach nur Agavendicksaft mit etwas Salz gemischt. Und ich habe es schon probiert und es ist zwar purer Zucker. Und ich habe ja gesagt, wir wollen auf Zucker, soweit es geht, verzichten. Aber ein Topping muss trotzdem sein in deinem Geburtstagskuchen. Auch wenn er gesund und proteinreich ist. Ja, ein bisschen was darf dann natürlich trotzdem zum Geburtstag dabei sein. Und das mache ich jetzt einfach so ein bisschen mit dem Löffel, so ein bisschen hier drüber. Ich stelle den dann auch noch, bis ich dann wirklich losfahre, stelle ich den dann auch noch in den Kühlschrank, dass er noch ein bisschen aushärten kann. In anderthalb Stunden ungefähr fahren wir los. Dann gibt es erstmal Sport und nach dem Sport überrasche ich sie dann nämlich mit dem Kuchen. Das heißt, 3-4 Stunden hat der Kuchen jetzt noch, um kalt zu werden. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen, dass ihr der Kuchen schmeckt. Ich hoffe, mir schmeckt er auch. Ich habe das Rezept ja selber noch nie ausprobiert. Also es war jetzt auch bei mir das erste Mal. Die einzelnen Schichten haben auf jeden Fall sehr lecker geschmeckt. Mal schauen, wie es dann aus dem Ofen und so im gesamten Konzept dann auch noch schmeckt oder nicht schmeckt. Aber davon wollen wir jetzt mal nicht ausgehen. Ich blende euch jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal die Nährwerte ein. Schreibt mir unbedingt, wenn du das Rezept auch ausprobiert hast, ob dir der Kuchen geschmeckt hat und wie er dir geschmeckt hat. Und generell, ob du vielleicht auch schon mal Cookie Dough aus Bohnen gemacht hast. Und wenn nein, ob du es jetzt ausprobiert hast und wie es bei dir ankam. Das würde mich mega interessieren. Und somit verabschiede ich mich von dir. Freue mich schon aufs nächste Mal und sage bis bald. Tschüss!